So, wir sollten halbwegs allein sein mit den Aufnahmen. Ich kann leider noch nicht direkt reingehen. Ich muss das mal schauen, wie das machen soll. Aber wurscht, wir machen jetzt zwei getrennte Aufnahmen. Einmal vom Screen hier. Hier. Also ich muss ja da. Anyway, vergiss ich mal, dass ich den. So. Anyway, nochmal zum Mitschreiben. Hallo, ich bin der Michi. Und erstmal auf Deutsch. So you see, so I have to open this mic again. Hi Michael again. So you see, here on the screen we have this video. And so when we start this video, Why? you have this why repeatedly. And I was thinking, man, how come? It's already funny that this system tries to make sense out of that, what this is saying. So it tries to make a whole sentence out of it, but there is no whole sentence, so it stops and don't repeat and whatever. But thing is, so you have to stop this, otherwise don't stop writing it down. So when you go to Suno, the new program, right? Here, I put in why, then you go there and start automatically because I was talking too. It was just making bullshit here. See this here, I need a bigger finger for that. Anyway, so what you're doing then, you just don't do nothing. You just put the text here and say, do whatever you want. And I already did that, but I can try it again with the same text. Just try it again. And it will start something with this bullshit here. Try to make a song out of it. And my son, he's like, I showed him the first video and said, what are you talking about? I don't know, but it's like crazy what this thing is doing. So, that's the first two. I mean, I have more songs already, but that's the two new ones we created just now. So, play. Ooh, why, that's why. Then you go here and start it automatic. That's why yo, he doesn't like it too much sitting there. Probably make a song really low. Let them stop automatic sitting there already. So I don't know if it's double gemubble, it's the thing because the micro is open, but I have to find out all this shit. I don't care. But the thing is, that was the first thing with no style, whatever. Free. Just let it rip. Second version. Why? So,
I know that sometimes too loud and I have to play with this. I'm lazy bastard. Anyway, the thing is, it does that incredible good in my eyes. And when I started first, I had this little shit here, and then I got the next one. That was the first one, and we have to start now. We ask ourselves each day why we feel this way, why we change and sway. So, anyway, what I want to say is this shit is good. There is nothing to say about it. And if somebody says it's a computer, I said, yeah, yes, everything comes out of a computer these days. So, and every voice is pushed and whatever. So, what's the difference? So, these machines don't reflect feelings that much. And I say, go fuck yourself. Again, go fuck yourself, because this machine have more feeling as the most musicians. Sorry to say this. This is like it is. Because it always tries as hard as it could to make something out of it. What you can't say with people. Anywho, let's try the next one. Why we ask ourselves each day why we feel this way, why we change and sway, why, oh why, in every single way. Why, oh why, it's a question reaching high. It's the song we sing and cry. Why the sky is blue? Why do coffees brew? Why the love feels there is hard. Why, oh you why cannot is new? deny it. Why this is want to cruise? This is fucking good. I have a mute button for. Anyhow, I'm learning the system. What? We don't give a shit. So the thing is, how the hell is this possible? And I mean, maybe you're not stunned like me because I have 1 month at doing this with this system. 1 fucking month. And I'm a producer now and have several stars in my portfolio what I can use. And, you know, sometimes there are good ones and sometimes there are bad ones. But, I mean, this is such a fucking text that cut out of and it makes something with it. So let's see what else it can do.
Because we would say, do whatever you want, you choose pop, whatever reason. But we can do, like here, this is intro guitar solo, strong male voice, German rap, aggressive. Deutsch intro guitar, strong voice, Deutscher rap, aggressive. So what he does with that? Let's see. I can say this. This is, yeah, it's over the top and too much in the moment, but it's still something, you know, try as hard as it's could. And they say, okay, try the next one. No problem. Didn't like that much because it was a little bit too hard, but then you have to do without aggressive, for instance. But the second one is a bit aggressive. But is it aggressive? So funny, it was making just again, forgot about my micro. What I want to say is it didn't do anything. It was just making 21 seconds, it fucked it completely up. So I said, okay, you don't like you like to do it on your own, right? I mean, I'm talking with this system, I don't know why. I said, okay, then without the style, just do it on your own. Give me something. Ooh, why, oh, that's why. Then you go here and start it automatic. That's how you, he doesn't like it, too much shit in there. Probably you make a song really low, let them stops, automatic shit, and be where you are. What I wanna say is, this is fucking good. And it's a completely stupid text. But it still tries to make sense out of it. And I'm telling you, if there is any sense in it, it's finding it. And try to put it out. Because I think it's programmed with all the songs we ever made. And you know, there is a lot of wisdom in songs.
No? People put their heart out in songs. And they're telling very often the truth in songs, and, you know? And that's so weird. Because people probably made songs about every fucking shit in the world. So somehow the system knows a lot. I mean, that's the last one I did. I don't want to make all these alterations, you know? No style, whatever, do something. We have to start the song here. Then you go here and start it automatic. That's how you he doesn't like it too much shit in there. Probably, and probably you make the song really low. Let them stop so the matter shit. Electropop, for instance. When you just put violin on it, then it can't help it, it has to do that. Okay, violin alone, it's not enough. Let's put a little guitar and drum to it. Nothing else. I'm too lazy to fade out anytime, but the thing is, again, when you would hear this in the radio or anywhere else, you would not have any idea that it's just out of this program, with no text at all, and it's not getting worse. Probably, you make a song really low, let them stop automatically.
they can generate lyrics as well. If you like this version, and then you say, okay, this YY was not enough, and then you say, okay, let's do extension, and then you say, okay, first minute was okay, just saying. Put the minute, so then you start from there with the extension of the song, you know, with the text what he found. It hurts my feeling really for all musicians, really. You're working your heart out to make music, and then this shit comes out, and the problem is it's actually from everybody, for everybody, from everybody, and you should see it as that. That is stolen from the people. And I use it. I don't like the fact, but I like to make music. What should I say? I like when this comes out. I cannot deny it. I cannot deny it. It's nice to do that, and I wish I have more experience with instruments, but I don't. I had a lot of other shit to do, and I was playing guitar for a while, but it's when you're traveling around, that you can't take your guitar with me. It didn't want to harmonica or something like this. No, so I like drums a lot. I play drums actually on the side, but just actually to stay fit, because that you sweat your heart out when you're doing that. So anyway, let's see what Automatic Love did to the rest of it. Okay, let's go. You see, there is the problem. Because it changed, because there was no sense in it, but it tried to make sense out of it. Automatic feelings flow in and out we go, blah, 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 blah. Yeah, that's fine, it's, you know, the rhymes and everything, but it's flattened out completely. So, I don't like this extension. I use it, you know, I have a crazy text, and then I let it run through it, and then I say, but I have to change it back to, you know, where it's more, you know, because this is like it's polished off. There's nothing living in there anymore. But I can show you what I mean with this. Let's go in my library. And this is page one, and I can tell you there are 100 pages of songs. Hundreds. It's so crazy how much I did, and it didn't cost me much money. I was, for all the songs, I spent maybe $200, and then with the distribution worldwide, another 100, so about on $400. But now I'm listed in every fucking single thing where in all the world, and this is again why it's happening like this. This makes no sense to me at all, but it was so easy to do that I was like, why I should not do it? So then you have songs what on your heart, for instance. And this one of what I have on my heart. Und du gerne höhere Instanz, von der du da redest. Ja, die gibt's wirklich. Die Frage ist, wo ist? Angesiedelt. Und wie funktioniert das wieder?
Wie kann man alle Menschen auf diesem Planeten steuern? Und nicht durch Fernsehen und Funkenhandy. Es liegt viel direkter. Das neue Update ist morgen fertig für die Menschheit. Und dann sind wir alle wieder allein. Dann ziehen sie alle wieder an einen Strick. Die Automatenprogramm im Internet gibt es Bots. Weise haufenweise, ja haufenweise. Du bist Programm. Den Essence of the World Population sind einfach nur Roboter, Maschinen, flüssige Maschinen. Also der Prozentsatz wenigstens halb. Aber eigentlich hat mir den gut gesehen, wer den Vogel während der Seuche, während der Krankheit, wie auch immer, den genannt wurde. Aber die Leute, die sich widersetzt haben, ist ein Scheiß zu nehmen. Und die sind im Leben die anderen nicht. Also kein... Anyway, I think that's great. And I mean, how you can make out of this was a straight text out of a discussion with somebody online. And I was typing, typed for the loan, and then I was looking at it and I was thinking, I mean, that's what I'm thinking. I should put this in a song, and he made it. And I like it a lot. I like it a lot. I can tell you, it drives me crazy. For the hand, let's... Ich singe nicht Deutsch, 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 sondern Wiener Scheune. That's also one thing I'm done here. This is a bit of finger. Anywho, the thing is you let the voice, especially when you have a complicated song, let it train. Have sing nicht Deutsch, Deutsch, da la la, Deutsch, Deutsch, sondern Wienerisch, oder, oder. So just it's get it how it should perform this. I'm telling you, it's like training up. Yeah. So then I said, okay. My mother was a really interesting type. She was small and but so much power and she always just started before singing. Just, you know, you have to start somewhere, let's start. And that was always a good decision. You know, because I cannot put all in a song about here, but somehow I found some way to put this down. Skifahren. Es ist so blöd, dass man den. Es ist so schwierig. Du musst Lautsprache verwenden. Und das heißt aber nicht immer, dass da was Gescheites rauskommt. Aber da musst du oft einmal probieren, ob das besser wird. Deutscher Rap, fast aggressiv, Piano, Gitarre, Solo, dass das dann da rauskommt. Ich singe nicht Deutsch, 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 Deutsch. Die Typen geschlagen mit ihr.
später besser, das ist das komisch. Das müsste erst warm werden. Ich meine, das hat jetzt deutscher Rap, ja, aber ich meine, was haben wir da dazwischen? Junge Mama, die guckt sofort drauf. Sie hat mir Emotionen, sie von mit Gummer. Aber unter der Wochen, wo. Yeah, I changed the text, that it will be better later on, because you never know how they will pronounce it. And actually, it changed from one interpret to the other. And you will ask, there are different interprets? Yes, there are. And I nearly can't call them by name now. Because I asked him, hey, I want to have more, how I should say this, it's really difficult to explain, but this is starke männliche Stimme, intro, soft piano, emo, guitar solo, yeah. Whatever it comes out. Ich will nicht Deutsch, 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 ja, ja. Kommt die Scheißding da drauf? Das hat überhaupt mit dem zu tun, was ich wollen habe. Aber du musst das auch sagen können, hey, das mag ich nicht. Und dann der Hacker auf. Oh, ja. Und das geht halt so weiter. Und es ist echt, bis du halt irgendwo mal hinkommst, wo du denkst, hoppla, was ist denn da passiert? Gets free. Is telling female voice, guitar, male voice, and sometimes it's changed between it, because sometimes it makes a duet out of it. That's what I'm always going to do, that two people sing. It's not really like to do it, but you can push it in this way. So anyway, it was all kind of, didn't work out so much, but keep on going. I sing in Deutsch, 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 that I don't Deutsch, Deutsch. Tries to get it. Sondern wie Then he does it. Jo Mama, die hat ja fort drauf. Sie hat mir in der Zusicht wie von mit Kuma. That is so better, right? The beginning is so funny that it's trying to sing. Sie hat mir immer zu tief von mir gekommen, aber wenn du
Chappelle, ne? Die Mama, die wird zerfocht auch. Sie hat niemand zum See, hier vor mit Corona. Aber in unsere Wochenburg, als Doktor kannst du Arte schreiben, also Skifahren von Skifahren. Ja, manchmal konnte ich nicht, da muss, wie soll ich denn sagen, dass ein Mutter und Ziegelstein in den Taschel mitgekauft hat und da hat drei Typen weggeputzt damit, mit 1,50 sagen wir, der Haut, ja, das, sie hat es einfach drauf gehabt und das musste ich einfach nach Hause bringen. Immer wenn ich down bin, schaut sie ganz genau hin. Bringt mich immer wieder hoch mit ihrer Stärke und ihrem Spruch und am Wochenstress, so oh ja. Drückt sie ein Auge zu, tulala, klar wie ein Diamant. Ihre Liebe, die immer stand. Mama, oh Mama, du bist der Hammer. Geboren in 20, 90 Jahren, hab ich sie über 20 Jahren wie. Das war ein besonderer Favoriten, den ich jetzt gerade noch finde. Immer wenn ich down bin, schaut sie ganz genau hin. Bringt mich immer wieder hoch mit ihrer Stärke.
Understand ist, ist Austrian Rap. Geige, Flöte, Bassgeige. Warum Geige, Flöte, Bassgeige einen macht, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ich bin nicht Deutsch, 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 Standard, Deutsch, 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 sondern das ist Austrian Rap. Ja, das ist es.
Ausdruck, da kannst du Worte schreiben. Also Skifahren, fahren, fahren, Skifahren. Oh, oh, oh. Jetzt nicht so hart abbrechen, aber das haben wir jetzt auch noch mal gemerkt, dass das das Beste war. Aber wie gesagt, ich bin jetzt wieder da hingekommen und das, ja, lass es das 20. Version sein, ja? Wo ich ein paar Sachen ausprobiert habe. Aber das war jetzt ganz simpel, Female Voice, Guitar, Instrumental, Pop. Das ist nicht eine besondere Aussage. Sonst nichts, ohne Intro, ohne irgendwas. Nur ich singe nicht Deutsch, 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 Trita da, Deutsch, Deutsch, sondern Wienerisch, Alter, eh klar. Das ist, wenn es das singen kann, dann kann es den Rest auch singen. Die Stimme. Welche Stimme das auch immer ist, das interessiert mich nicht. Aber ich höre sofort, wenn das nicht Alter. Die kriegt, das ist immer das Problem mit Skifahren, das ist einfach mal wurscht, ich kann es nicht mehr ändern, weil das ist einfach, ja, und das ist nicht die Maschine. Das ist nicht die Maschine. Das widerspiegelt meine Gefühle meiner Mutter gegenüber, und die ist leider schon lange tot, aber will ich schon, aber, ja. Es ist für mich toll, dass ich sowas machen habe können für sie, dass ich mich erinnern kann mit einem Song an sie. Und deswegen, das hätte ich so nicht können. Und jetzt kann ich das durch dieses Programm, das meine Gefühle widerspiegelt. Also warum nicht? Sorry, Musiker, Jungs, aber ihr sitzt am hohen Ross und das ist der Preis, den es bezahlt. Ja. Ich verstehe es ja auch nicht, aber auf alle Fälle habe ich jetzt echt ein paar Sachen schon benannt, die wirklich gut sind, meiner Ansicht nach. Einfach gut. Und ja, da können alle etwas dagegen haben, die ihr Musikinstrument beherrschen. Ja. Aber die höhere Instanz. Was ist denn die höhere Instanz? Das ist ja dasselbe Wort.
Automatic Love, was war denn das hier? Wo war das mal spielen? Das ist das letzte, glaube ich, was ich gemacht habe. Violin, Gitarre, Drum. Sagen wir so, das ist lalala, ja? Das, manchmal kommt halt nur lalala aus, das ist ja nichts dabei. Aber manchmal kommt da sowas aus. Das ist noch ein bisschen härter. Aber das ist meine Meinung zu dem Thema. Dann habe ich mir gedacht, wir sind schon bei einer Stunde, aber mir ist das scheißegal. Und dann habe ich mir gedacht, hörst, das sollten wir doch unsere Arschlöcher singen lassen. Ja? So wie es alle heißen. Ja? Wer waren die Arschlöcher damals? Die ist mir in guter Erinnerung geblieben, das blöde Arschloch. Das kann ich dir sagen. Das blöde Arschloch. Alles auch grün oder rot. So, fuck yourself. Und der Typ mit den langen Augen kommt.
Schimmel, weil er einen Hoden kriegt. Einmal. La 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 la. Enter, 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 he might just, yeah, yeah. Und den dürfen wir auch nicht vergessen. Arschlochbande. Ich werde klar kriegen mit dem Lied. Ja, das ist, was ich wissen will. Ob die Arschlöcher die Spritzen genommen haben, die so promotet haben, die Wichser. Wir haben sie in den Knast gesperrt, 5 Monate. Alle anderen haben sich das Zeug einspritzen lassen, die Fulden. Aber Kindern empfohlen, was auch immer die gemacht haben. Dafür müssen es brennen. Nein, danke, alles noch grün oder rot. So confront yourself. Ich hab da wohl schon mal auf Jahre. Wir haben wir auch gefasst. We want to now hat der Typ mit dem Hammer. Did you take the shot? Did you take the shot? To fight the scheiß. Und der Willi wird's dazu. Das ist meine Kunstfigur, der Willi. Aber das sind, glaube ich, die kosten ein bisschen Geld, wenn man die verwendet. Aber das ist zum Beispiel eine billigere Version und die. Das Problem ist, wenn du die Voice nicht cleanst vorher, dann hast du diese Zucker drin. Aber wenn es eine Parodie sein soll, dann sind die Zucker okay. Dann sollte man sehen, dass es nicht echt ist. Da ist jetzt zum Beispiel das. Da siehst du mir, da siehst du den Takt noch drin. Und dann habe ich das persönlich gesungen, das war das, was es. Und wenn du nur singst, dann macht es viel besser die Stimme noch, also die Mundbewegung, als wenn jetzt Sound dabei ist. Also entweder du musst das vom Computer cleanen lassen, aber das ist auch nicht immer optimal, oder du singst das dann nach und mit dem dein Gesang lass die Mundbewegungen machen
so, so deppert ist das. Kannst diese Fotos wieder hernehmen und dann wieder zum Morphing machen? Sind zum Beispiel so Morphings, ja, die du für einen Film verwenden kannst dann. Da hast du ein Anfangsbild, ein Endbild und du lässt da was zusammenstellen. Also das muss dann halt so zusammenbasteln, dass das dann irgendwann ein Film wird. Ja, sicherlich nicht so. Das war zwar ein Beispiel Übergang, den ich überhaupt nicht kapiert habe, wie es das zusammengekriegt hat. Also das sind zum Beispiel Aufnahmen, also das, da machst du ein Prompt, ein Image-Prompt. Ja? Da ging es darum, Stargate und Geschichten sowas in der Richtung. Und hat das kreiert, wo ich mir auch gedacht habe, alter Schwede, wie kommt man auf das Altertum mit wie gesagt, es widerspiegelt meine Gedankenwelt, irgendwie solche Sachen. Und diese Morphings, die ineinander übergingen, die sind schon really strange. So lauter geht's nicht. Deutschland, Deutschland. Nein, es ist einfach besser, wenn ich das über Aussprechen Ding mache. Dann überzeugt es nicht so, aber. Das Praktische ist, dass du vom Schluss das gleich mit dem Text dazu kriegst, dann kannst du es gleich nachsingen. Dass du den Mund. So, das war das erste Morphing zu dem und das wird dann irgendwann ein gescheites Video. Aber da musst du natürlich früher machen, weil das sind wieder Morphings zu dem Video. Und das muss dann wieder ins Mundprogramm bringen. Also zu sagen, das ist auch so eine Sache, da bin ich sogar irgendwo drin. Wie das. Da habe ich meine Fresse auch mal so ein Bild dazu. Und das. Die hat es aber dann völlig übersehen und hat sich gleich mal. Das, wenn es etwas entdeckt wird, das ist auch very strange. Also überhaupt, die Gesichter sind schon. Ich meine, das ist alles computergeneriert. Ich meine, das ist. Ja, da ist. Du nimmst dein eigenes Foto her zum Beispiel. Und das wird dann draus. Und du denkst, also da bin ich so. Da. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein geiles Ding mit den Haaren. Der Herr wird zu mir, das ist schon. Das ist auch ein Foto von mir drin mit einem Kapperl und das erscheine ich da gar nicht ganz, sondern da bist du nur so eine Randfigur, mehr oder weniger in dem Ganzen geschrieben.
Das ist halt Singpipes, die machen das, aber das, weil das, ja, dann. Und das ist der Willi. Und hat auch zum Sprechen angefangen, der Willi. Der hat vorher nicht sprechen können, jetzt kann er dann sprechen. So schnell geht das. Und das ist der Joe, den ich so verloren habe. Also wie gesagt, man kann, das geht zum Beispiel gar nicht, das bin ich auch in einer verfremdeten Version. Manchmal ist das komisch, wenn du zwei Gesichter gleichzeitig machst, dann sucht du sich eins davon aus. Aber das Strangeste war mit zwei Gesichtern, also mit drei insgesamt. Da hast du, das Foto gibt es irgendwo und ich habe das einfach genommen. End of Humanity und der AI, Roboter singt der AI-Song End of Humanity. Ein krasser geht's eigentlich nicht. Und damit kann man eigentlich das beenden, das Ganze. Das sagt eh alles. Das sagt eigentlich alles. Und da muss man halt nochmal das laut spielen und dann. Ihr denkt, Buben, so weit zu dem Scheiß. Bye, bye. Bye, bye, Mike.